Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, denn in diesem Video gibt es mal wieder so ein paar interessante News und Gerüchte rund um Apple, unter anderem zu dem wohl kommenden März-Event, was uns da wohl erwartet. Dann zu einem Produkt, was im Code von iOS 14.5 gefunden wurde und noch so ein paar interessante Features, die wahrscheinlich dann beim iPhone 12s bzw. iPhone 13 kommen sollen. Das und vieles mehr im heutigen Video. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Starten wir mit dem ersten Thema und dabei geht es um das Event, was wahrscheinlich dann im März stattfinden wird. Das hört man ja schon seit einigen Wochen bzw. Monaten, dass Apple hier mal wieder etwas updatet. Das war auch in den letzten Jahren schon so. Hier stellt sich natürlich die Frage, ist es wieder ein Online-Event, also dass man einen Livestream hat, in dem Apple halt die neuen Produkte präsentiert, oder werden die Produkte als stilles Update einfach dann an irgendeinem Tag hochgeladen und ja, die sind dann einfach käuflich erwerbbar. Zuerst hieß es laut einigen Stimmen, unter anderem auch von John Prosser, dass dieses Event wohl am 16.03., also an einem Dienstag, stattfinden wird. Jetzt hat Mark Gurman, der allerdings auch wirklich sehr, sehr zuverlässig ist, gesagt, 16. nicht unbedingt, ich weiß da nicht so viel, dass da ein Event stattfinden wird. Deswegen kann man hier noch nichts Genaues sagen, aber wahrscheinlich, also die Stimmen verdichten sich natürlich immer weiter, dass wir jetzt im März neue Produkte sehen. Da muss man dann auf jeden Fall nochmal schauen, wann genau das Event stattfinden wird, aber ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden. Also falls ihr nichts verpassen möchtet, abonniert doch einfach gerne den Kanal, dann seid ihr hier immer auf dem neuesten Stand. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was erwartet uns. Und hier gibt es auch ganz neue News von John Prosser, denn er sagt nämlich, wir werden zum einen nur neue iPads, also nur neue iPads sehen und wahrscheinlich dann auch endlich mal die AirTags, also diese Keyfinder, womit man jetzt zum Beispiel einen Rucksack oder ein Fahrrad, Portemonnaie, was auch immer, dann über das iPhone orten kann. Das hat sich ja in den letzten Monaten bzw. in den letzten Wochen immer mehr verdichtet. Es wurde in iOS immer mehr zu diesem Thema AirTags gefunden. Ist jetzt also nur noch die Frage, wann kommen jetzt endlich die AirTags? Und ich denke mal, dass wir die jetzt endlich dann auf diesem März-Event sehen werden. Des Weiteren, wie gesagt, das iPad, vor allen Dingen das iPad Pro, wird hier wahrscheinlich geupdatet. Auch da gab es ja in den letzten Wochen schon immer wieder neue Gerüchte, wie es nun aussehen könnte. Vom Design, denke ich mal, wird sich hier nicht viel ändern, eher dann natürlich von der Performance und vielleicht so ein paar Sachen in puncto Display. Eventuell sehen wir auch noch ein neues iPad Mini, bin ich mir aktuell aber noch nicht ganz so sicher, und vielleicht auch noch die AirPods der dritten Generation, denn die wurden wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr geupdatet, also die AirPods 2, wann kamen die raus? Ich weiß es jetzt gar nicht spontan, aber auf jeden Fall schon seit einigen Jahren sind die auf dem Markt, also da ist definitiv mal ein Update fertig. AirPods Pro, denke ich mal, die werden noch nicht geupdatet, da gab es ja auch schon hier und da immer wieder so ein paar Gerüchte, aber ich denke mal, das dauert noch, und Max werden wir dann eigentlich auch nicht im März-Event sehen, das hat Apple in den letzten Jahren eher selten gemacht. Ich denke eher bei der WWDC oder im späteren Jahresverlauf werden wir dann hier Max sehen. Weiter geht es dann aber mit dem nächsten Thema, und zwar zu iOS 14.5 in der zweiten Beta. Das hat Apple vor ein paar Tagen veröffentlicht, also diese Vorab-Version ist das ja immer. Und hier haben wieder sich findige Leute den Code etwas genauer angeschaut. Und hier ist womöglich die Rede von einem neuen Produkt. Und hierbei soll es sich um ein MagSafe-Zubehör mit Akkufunktion handeln. Also so eine Powerbank, die man dann halt einfach auf die Rückseite des iPhones packen kann. Die hält dann per Magnet fest. Hierdurch die Frage, hält das wirklich sehr stark fest? Wir kennen das ja von diesem MagSafe-Wallet. Aber das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Und die soll halt das iPhone durchgehend so auf 90% halten. Das Ganze hat übrigens auch Mark Gurman bei Bloomberg schon so ein bisschen berichtet. Ich kann euch den Artikel auch gerne nochmal unten verlinken, dass Apple halt hier in diese Richtung etwas plant. Aktuell scheint es aber dann noch ein paar Probleme zu geben, dass das iPhone sagt, dass der Akku überhitzt, obwohl es eigentlich nicht der Fall ist. Also da muss man schauen, ob das wirklich jetzt schon zeitnah kommt oder vielleicht noch etwas dauert oder vielleicht komplett eingestellt wird. Allerdings sagt er auch noch etwas zu den Materialien, und zwar soll es ähnlich sein wie das MagSafe Wallet, allerdings nicht aus Leder, sondern dann mit Silikon überzogen sein. Ich denke mal, so ähnlich wie auch schon die Akku-Case, die es halt aktuell für das iPhone gibt. Also da können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Weiter geht es dann mit dem nächsten Punkt, und zwar iPhone. Also das iPhone, was dieses Jahr auf den Markt kommt, entweder das iPhone 12s oder iPhone 13, je nachdem, wie es auch immer heißen wird. Und hier ist ein neues Patent aufgetaucht. Darum geht es um die Bildwiederholfrequenz des Displays. Und zwar besagt dieses, dass wir hier eine dynamische Bildfrequenz von 60 bis sogar 240 Hertz haben. Also Bildwiederholfrequenz, das merkt man natürlich dann besonders beim Scrollen oder wenn man halt schnelle Animationen hat oder auch bei Games. Wenn die Bildwiederholfrequenz niedrig ist,
ist, zum Beispiel 60, dann sieht das so ein bisschen ruckliger aus, so ein bisschen nicht ganz so flüssig wie halt bei 120 oder gar 240. Also das ist natürlich dann nochmal ein deutlicher Unterschied. Gerade wenn man ein Smartphone nutzt, beziehungsweise es sich mal angeschaut hat, welches halt eine deutlich höhere Bildwiederholfrequenz hat, dann merkt man das auf jeden Fall. Es wirkt einfach nochmal deutlich flüssiger. Das Einzige, was ich mich hier noch so ein bisschen frage, wie sieht es mit dem Batteriemanagement aus? Ist das wirklich zu bewerkstelligen mit dem aktuellen Akkus, die so in den iPhones verbaut sind? Oder könnte es dazu Probleme führen? Aber na, ich lasse mich einfach überraschen und hoffe mal, dass wir in nächster Zeit vielleicht hier doch etwas in die Richtung sehen werden. Dann gibt es aber noch so ein paar weitere Berichte zu kommenden iPhone-Funktionen und das betrifft zum einen die Kamera. Und hier ist unter anderem die Rede von der Ultra-Weitwinkel-Linse. Die soll zum einen nochmal deutlich verbessert werden, sodass sie auch ebenfalls auf dem Level in etwa von der normalen Weitwinkel-Linse ist. Ist auf jeden Fall super praktisch, aber was ich noch viel, viel spannender finde, ist, dass es Berichte gibt, dass wir wahrscheinlich beim nächsten iPhone auch einen Astro-Modus sehen werden. Also, dass man hier sehr schöne Aufnahmen vom Sternenhimmel machen kann, so wie man das Ganze auch schon bei den Pixel-Geräten seit einigen Jahren machen kann. Wir haben das Ganze mal in Schweden gemacht, das war wirklich sehr, sehr cool. Hier seht ihr mal ein paar Bilder von der Milchstraße, also das ist wirklich sehr, sehr cool. Wie gesagt, mit dem Pixel 4 wurde das Ganze aufgenommen, ja genau, Pixel 4 war das damals noch und das wäre auf jeden Fall mega, wenn man das dann auch irgendwie mit dem iPhone machen kann, denn aktuell kann man maximal 30 Sekunden das Bild belichten und das ist halt für Astrofotografie nicht optimal und ja, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Des Weiteren ist ja auch von einem Always-On-Display schon des Öfteren die Rede gewesen beim nächsten iPhone. Das habe ich ja auch schon in der letzten Folge thematisiert. Bei der Apple Watch kennen wir das ja schon seit einigen Jahren und so könnte es vielleicht auch irgendwie dann beim iPhone der Fall sein. Ist natürlich die Frage, was sehen wir dann alles auf dem Always-On-Display? Die Uhrzeit, ja ganz klar, Datum. Aber vielleicht noch den Akkustand, vielleicht irgendwelche Nachrichten, die man bekommen hat und so weiter. Das kennen wir ja schon von vielen Android-Geräten. Aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, wenn wir das irgendwie auch beim iPhone jetzt endlich mal haben könnten. Und hier möchte ich euch nochmal ein cooles Mockup bzw. Konzept zeigen, welches halt die Funktion des Always-On-Display ja, zeigt, wie es aussehen könnte. Klar, das Ganze ist natürlich nur ein Konzept und jetzt nichts Finales. Aber so könnte es vielleicht aussehen. Zum Beispiel könnte man vielleicht auch Widgets, die natürlich dann irgendwie auch energiesparend sein müssten, hier integrieren. Aber ja, was haltet ihr davon? Wie würde für euch ein Always-On-Display aussehen? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und zu guter Letzt noch eine News zu dem MagSafe-Thema. Und zwar sollen die Magneten beim nächsten iPhone nochmal deutlich stärker werden. Und ja, wir haben es aktuell ja gesehen, die iPhone-Magneten bzw. die MagSafe-Magneten der aktuellen iPhones könnten ruhig nochmal so ein bisschen stärker sein. Und ja, das wird dann wahrscheinlich beim nächsten iPhone der Fall sein. Das war es jetzt aber erstmal von den News. Ich hoffe, es waren ein paar coole Sachen und interessante Sachen für euch dabei. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung bzw. was ihr euch wünscht, auch vom März-Event und so weiter, in die Kommentare und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Bis dann. Macht es gut. Ciao.